Hallo ihr Lieben, heute gibt es einen super einfachen veganen Tortenboden bzw. Obstkuchenboden. Der ist super einfach zu machen, dauert wirklich nur 5 Minuten und die Zutaten sind sehr überschaulich. Wir haben 225 Gramm Mehl, 100 Milliliter vegane Milch, 150 Milliliter Sprudelwasser, ein halbes Päckchen Backpulver, 6 Esslöffel Speiseöl und 90 Gramm Zucker. Wer es süßer mag, tut ein bisschen mehr Zucker zu. Wer es weniger mag, kann es auch ein bisschen reduzieren. Das ist euch überlassen. Und jetzt geht's auch schon los. Ich benutze einen ganz normalen Obstkuchenboden. Ich habe die Form eingefettet und ein bisschen mit Mehl bestreut und sie erstmal beiseite getan. Natürlich geht das auch in der Springform oder in einer anderen Form, die ihr gerne wünscht. Die Zubereitung ist total einfach. Alle Zutaten kommen in eine Schüssel und werden mit dem Mixer ca. 20 Sekunden gut durchgerührt. Anschließend kommt der Teig in die Backform, wird so ein bisschen glatt gestrichen und dann geht es auch schon ab in den Backofen. Den Backofen habe ich auf 180 Grad vorgeheizt und der Kuchen backt ungefähr 20 bis 25 Minuten. Aus einem Päckchen Puddingpulver und Cashewmilch habe ich einen Pudding zubereitet, ihn ein bisschen abkühlen lassen und anschließend auf dem Kuchenboden verteilt. Ich hatte noch eine große Dose Pfirsiche. Ich habe die Pfirsiche dann in Scheiben geschnitten und auf den Pudding verteilt. Und den Saft habe ich aufgefangen und mit dem Saft habe ich dann einen Tortenguss gemacht. Zucker habe ich nicht zugetan, weil der Saft ja eh schon süß ist. Den Tortenguss habe ich dann anschließend auf den Pfirsichen verteilt und fertig war dann auch schon der Kuchen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ihr den Kuchen mal ausprobiert, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.